Griechenland sind anerkannte Flüchtlinge nun obdachlos und ist die Wechselentscheidung von David Alaba schon gefallen? Das und mehr gibt's jetzt für euch bei Push am Montag, dem 28. Dezember. Schönen guten Morgen. Auf geht's in die letzte Woche des Jahres. Wir haben die schrecklichen Bilder wahrscheinlich alle schon gesehen. Die Flüchtlingsfrage sorgt in Griechenland nun aber auch abseits der verheerenden Zustände in Lagern auf den Inseln für Schlagzeilen. Die Regierung des konservativen Premiers Kyriakos Mitsotakis hat nämlich beschlossen, dass asylberechtigt anerkannte Migrantinnen und Migranten keinen Anspruch mehr auf die Quartiere haben, die von Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wurden viele Betroffene in die Obdachlosigkeit getrieben. Mitten im Winter könnten davon laut Medien knapp 11.000 Personen betroffen sein. Durch das Finanzprogramm Helios haben über 9.000 Flüchtlinge einen Mietzuschuss bekommen. Viele Flüchtlinge werden nun aber nicht mehr unterstützt und sitzen nun auf der Straße. Bürokratische und sprachliche Hürden machen es noch schwieriger, einen Job zu bekommen oder eine Unterkunft zu mieten. Seit dem 26. Dezember befindet sich Österreich wieder im Lockdown. Einige Jugendliche wollten das aber anscheinend nicht ganz wahrhaben und haben in der Nacht auf Sonntag eine Party geschmissen. Die Wiener Polizei hat sie dann aufgelöst. 22 der rund 40 bis 50 Partygäste wurden angezeigt, der Rest, der konnte flüchten. Aufgeflogen ist die Party, weil sich ein Gast am Kopf verletzt hat. Seine Freunde brachten ihn ins Freie und alarmierten einige Straßen vom Haus entfernt die Rettung. Und somit ist dann auch die Polizei gekommen. Sie haben das Fest zwar bemerkt, aber es war dann niemand mehr im Haus. 1,5 Stunden später hat sich dann ein Anrainer wegen Lärm beschwert. Die Wiener Polizei ist dann nochmal gekommen, hat das Haus umstellt und dann 22 Personen angezeigt. Auch in Wien-Margareten wurde eine Party von der Polizei beendet. In Speising haben sich sogar Jugendliche eigens dafür ein Haus gemietet. Grund zu feiern gibt es angeblich auch bald bei David Alaba und Real Madrid. Die Gerüchteküche, die brodelt ja schon seit längerem. Jetzt hat er sich anscheinend schon entschieden. Das berichtet zumindest das spanische Portal Don Diario. Demnach soll der ÖFB-Star kurz vor der Unterschrift eines 3-Jahres-Vertrags bei Real Madrid stehen. 10 Millionen Euro soll der 28-jährige Wiener beim Champions-League-Rekordsieger pro Jahr netto kassieren. Und obendrauf gibt es noch einiges an Handgeld, weil Alaba vom FC Bayern ja ablösefrei kommen würde. Ob es wirklich stimmt? Wir sind gespannt. Fest steht aber, offiziell dürfen David und sein Berater Pini Zahavi erst ab dem 1. Jänner mit einem möglichen neuen Club verhandeln. Aber die Tür zu den Bayern dürfte mittlerweile endgültig zu sein. Und zu guter Letzt gibt es jetzt noch eine verblüffende Meldung von dem 47-jährigen Dänen Stig Severinsen. Mit seiner großen Lungenkapazität wird der Taucher auch als Aquaman bezeichnet. Er hat bereits mehrmals einige Weltrekorde beim Apnoe-Tauchen, also beim Tauchen ohne Sauerstoffflasche, aufgestellt. Nun hat er es erneut ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Severinsen tauchte vor wenigen Tagen 202 Meter weit und das nur mit einem einzigen Atemzug. Das Spektakel hat sich vor der mexikanischen Küste in der Nähe der Stadt La Paz abgespielt und dauerte 2 Minuten und 42 Sekunden. Er möchte dadurch nicht nur aufzeigen, wozu der menschliche Körper fähig ist, sondern die Aufmerksamkeit auf ökologische Probleme lenken. Der Ort wurde nämlich nicht zufällig gewählt. Er zählt zu den schönsten Küstengebieten der Welt. Wie viele andere ist jedoch auch dieser durch Verschmutzung bedroht. Ja, und das war's auch schon wieder mit Push. Ich wünsche euch einen schönen Montag und wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Update. Boom, boom, boom.